Können wir jetzt bitte eine Runde gewinnen? Wir gehen jetzt für den Full Giga Triad. Wir müssen nämlich gewinnen. Giga Triad gegen LeBlanc. LeBlanc, man nennt mich auch den LeBlanc Taker. Wir gehen für den Giga Triad, Leute, aber bitte wettet gegen mich. Das gibt mir mehr Energie. Oh, so beautiful. In the night of so late, Marcetto, no. Du singst so schön, ja, ich weiß. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, so night, the dreams come true. In the mirror of the dark. Okay. So, auf geht's. Auf geht's, Leute. Wir müssen wirklich try hard. Wir spielen gegen LeBlanc. LeBlanc ist irgendwie, kommt drauf an, wie die LeBlanc spielt, ehrlich gesagt. Meine Ohren. Es kommt drauf an, wie sie spielt. Wir haben zum AP im Team, lass uns einen Team-Rundown machen. Wenn er Darkend geht, haben wir ein richtig gutes Team. Wir müssen nur Jinx töten. Jinx hat Zilean. Zilean ist Reuden. English or don't speak. Italian, okay. English or don't speak Italian, okay. Also, LeBlanc mit Gehirn, Leute. LeBlanc hat schlechten Wave Clear. Das heißt, je mehr wir pushen, umso weniger böllert sie mich ins Weg. LeBlanc wurde hier und da mal ein bisschen genervt. Das ist definitiv nicht verkehrt. Aber, ja, also. Es gibt halt LeBlancs, die machen Babbede Bam Bam Bam. Und es gibt LeBlancs, die machen Swabbede Boom. Also, es gibt welche, die sind halt gut. Und es gibt halt welche, die sind not so gut. Wir haben Lee Sin im Jungle, also im Gegner im Jungle, das heißt, der Prozentsatz an Möglichkeiten, dass der in mein Gesicht springt, ist gegeben. Wir heilen uns ein bisschen. Wir haben die Wave auf unserer Seite, das heißt, wenn sie jetzt hier so reinspringt und Dinge macht, kriegt sie auf jeden Fall guten Damage ab. Wir sollten jetzt gucken, Lee Sin hat bei Red gestartet. Das heißt, er kann unter Umständen jetzt hier sein. Er könnte aber auch hier sein. Da wir beide Flüsse nicht gewardet haben, schlecht. Es kann auch sein, dass ich jetzt Face checke. Wir wurden hier, weil wir davon ausgehen, dass er hier ist. Wissen tun wir es aber nicht. We know no. We know no. Ich würde... Also erstmal ist noch kein Druck da. Wir heilen uns auch ein bisschen die ganze Zeit. Ich würde gerne bis Level 3 gehen, bevor wir mit ihr traden. Aber wir müssen auch im Prinzip auf den richtigen Moment warten. The moment to shine. Okay, Lee Sin hat oben den Taunty geklärt. Die Kanone cue ich immer ganz gerne. Zack. Wir haben noch beide Pots, das ist gut. Sie hat Flask. Okay, das war dumm. Ich habe ehrlich gesagt... Ich war gerade auf Tab und deswegen habe ich gar nicht gesehen, dass sie geweht hat. Ich habe nur gesehen, dass sie neben mir stand. Aber ist okay. Nee, okay ist es nicht, weil es war 4 Mana, aber es ist okay. Wir haben ja auch noch Pots. Wir müssen... Das Gute, was man sagen muss, ist, LeBlanc ist aus Papier. Das ist jetzt schlecht, aber es ist okay, weil sie kriegt ordentlich Damage. LeBlanc ist aus Papier, das heißt, wenn du sie einmal berührst, ist sie dead by Daylight. Und by Nightlight. Life is life. Guck mal, sie ist sogar schon weg. Nee. Also, wir könnten sie queuen, aber dann kriege ich halt direkt die Kette ins Gesicht. Das ist nicht so geil. Sie hat Minion-Materialisierer dabei. Bra 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 bra. Jin Dobre. Jin Dobre Blades. No, hätte ich den rausgekriegt, wäre sie tot. Hat sie sie nur geweht oder hat sie auch geflasht? Sie hat auch geflasht, oder hat sie nur geweht? Boah, ich hab's gar nicht. Ich weiß nicht, mein Gehirn verarbeitet solche Sachen nicht so schnell. Ich meine, es ist gerade erst passiert, aber es war auch schon. Es ist sehr schnell gewesen. Loading, 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 loading. Error. Ich hätte gesagt, sie hat geflasht, so schnell wie sie weg war. Aber eigentlich hätte ich auch gesagt, sie hat geweht. Ich glaube, sie hat geflasht weht. Es war halt ein springender Übergang. Die fliegende Floskel war. So gründlich, so klar. Wir haben jetzt weder Flash noch Ignite, aber Ignite wissen wir, hat keinen Cooldown. Und sie hat ja auch keinen Flash. Eigentlich sind wir gankbar, aber Lee Sin ist gerade unten. Benchler. Der Benchler, vielen, vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Yarex hat hier ordentlich Herzen raus, Leute. Und jetzt müsst ihr für Yarex Herzen raushauen. Weil Yarex ordentlich Herzen raushauen. Sensei ist auch dabei, Lira Lad, lecker, blablabla. So, wir müssen jetzt trotzdem Fokus. Vielen Dank. Fokus aber. Wir müssen dieses Game gewinnen. Denn wenn wir es nicht gewinnen, dann verlieren wir es. So Frage ist, sollen wir voll shoppen? So glatt. The Snayer! Hat. Welcome! Welcome, welcome, welcome! Vielen, vielen Dank, The Snayer! Vielen, merci beaucoup! Vielen, vielen Dank! Ich glaube, wir gehen für den Push. Wenn jetzt ein Gang kommt, haben wir ein Problem. Wir haben Ressourcen. Oh no, aber wir kommen weg, glaube ich. Wir haben jetzt keinen.
Da wollte ich zu viel. Ich dachte, ich kann hier für die Minions gehen. Weil ich eh back hier. Deswegen wäre es nicht schlimm gewesen, wenn ich ein bisschen HP verliere. Und ich habe ihr nicht zugetraut, mich zu töten. Aber hat sie. War nicht gut gekillt, wurde ich von Lee Sin. Wenn wir jetzt ehrlich sind, der Lee Sin wird eh enden. Im Early Game sind Lee Sin Kills echt wichtig. Also dadurch kann er richtig hart snowballen. War also nicht gut. Ne, genau so das. Jetzt hat er halt zwei Kills. So glatt. Takaho! Oh, erinnert mich an Pokémon. Ich würde jetzt Naruto sagen. Takaho, vielen, vielen lieben Dank dir auch. Klingt irgendwie so. Hier so. Takeshi Castle-mäßig oder so. Vielen, vielen lieben Dank auch dir. Herzlich willkommen auf Fetter Jetzt Wave hier am Start. Dankeschön. Danke für eure Prey und eure Energie. Ich werde euch nicht enttäuschen, Leute. Ich werde das hier machen. Die sind da 2-0. Okay. LeBlanc ist 001, das ist okay. Wir haben jetzt ordentlich Damage und Potenzial, sie zu töten. Ignite ist auch gleich wieder ready. Wir könnten gucken, ob wir Lee Sin im Jungle abfacken, ficken, fucken, ficken. Frage, beziehungsweise Antwort wäre hier, dass wir natürlich ein Ward platzieren. Frage, beziehungsweise Antwort ist aber auch, wie low wird er im Jungle droppen? Jetzt glaube ich nicht mehr so low, nachdem er zwei Kills gemacht hat. Also sollten wir uns vielleicht erstmal hier auf LeBlanc fokussieren. Aber sobald wir Ultimate haben, also Lee Sin ist grundsätzlich aus Polyethylen. Polyethylen ist sehr weich. Deswegen denke ich, dass Möglichkeiten da sind. Aus Polyethylen, wenn mich nicht alles täuscht, werden halt auch Folien gemacht. Und Folien, es ist ein Folien-Lee Sin. Da kann man, ne, das ist okay, actually. Das heißt, wir werden hier einen Ward platzieren, denn irgendwann wird dieser Red Buff spawnen. Und dann werden wir ihn töten. Okay. Das ist halt, ne, aktuell das Rankommen ist noch etwas schwierig bei LeBlanc. Was hat sie gekauft? Übrigens einen Stab. Einen großen Stab. Ist jetzt die Frage, investieren wir mehr in sie rein? Ich muss halt relativ in sie rein investieren, weil sie keine Fehler macht. Und wahrscheinlich kommt dann gleich halt Lee fucking Sin an. Jetzt hat sie aber keine W mehr. Sie müsste also ihre Ult benutzen, wenn ich sie jetzt anspringe. Aber will ich sie anspringen? Ich glaube nämlich nicht. Das war ein Fehler, aber sie hat auch immer noch ihre Passive. Ich glaube, um sie zu töten, brauche ich actually Flash. Wir haben aber guten Wave Clear. Fuck, ist LeBlanc schlecht? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen. Also, sie spielt jetzt nicht besonders aggressiv, aber sie spielt. Ja, give me the cat oder was? Nein, die wäre gestorben. Mann, dieser dumme Tretkopf, Alter. Hätte ich sie geautotackt, wäre sie gestorben. Dieser scheiß Tretkopf, Alter. Der wird schon noch sehen. Er ist sogar Lee Sin Faker. Ich wette, er ist so ein Giga Lee Sin. 500% Winrate. 4-0. Das gucke ich jetzt nach. Im Gegnerteam sind immer so 200.000 so gankende Lee Sin Legenden. Naja gut, 50% 6 Games. Das ist, oder ist das hier, bei Ledorsch wird das immer falsch angezeigt. 52% 38 Games. Okay. Scheiß LeBlanc. Aber immerhin, der Tretkönig hat halt alle Kills. Dadurch ist das Game free. Das Game ist actually free dadurch, weil... Also er wird jetzt erstmal unsere Moral demoralisieren. Aber er wird ab einem gewissen Punkt giga useless. Giga useless. Full giga useless. Und zu dem Moment müssen wir kommen. Ich meine, wenn Lee Sin alle Kills hat, das ist perfekt, Leute. Der wird eh thrown. Der wird halt eh thrown. Ich sag euch, das Game ist free. Lee will be useless. Oh no. Anyway. Und da gibt's halt richtig Giga-Geld, Leute. Der ist aus Kunststoff, Polyethylen. 500 Gold. Wenn ich den gleich berühre, dann tötet er mich wahrscheinlich. No, nicht jetzt. Gleich, wenn ich Ult hab. Goddammit. Die machen die ganze Zeit Sachen zusammen. Es kann aber sein, dass er jetzt in den Jungle geht. Ich muss seinen Jungle warden. Wenn ich ihn jetzt berühre, wo er wenig HP hat. Oh no. Ja, das ist aber perfekt, oder? Komm, Passive! Matagrino! Juhu! Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Later Smader machen. Later! Later, 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 later! Ne? Profit by Profit nennt man diese Taktik, Leute. Profit by Profit. Im Prinzip haben wir nämlich jetzt einfach, wir haben den Lee Sin gefeedet und jetzt bin ich big. Von heute auf morgen, bitte kommt die LeBlanc nicht. Merci.
von jetzt auf gleich big in 1 seconds. Profit by profit, Leute. Very good. Konto prall gefüllt. Guckt euch das an. Prall gefülltes Konto, Leute. Very lecker. Control Wards. Guck mal, da können wir uns sogar 2 gönnen. Neureichtum. Acquired. Very fine. Very fine. Very, very fine. Ja, Jomus können wir jetzt auch direkt Jomus to Lane. Guck mal. Profit by profit. Es zeichnet sich dadurch aus. Dadurch, dass wir Profit gemacht haben, können wir wieder mehr Profit machen. Weil wir jetzt Jomus haben und dadurch noch schneller Geld machen können hier auf der Lane. Very good. Und Double Buffs. Wir brauchen, uns fehlt noch der Tiamat. Zugegeben. Aber, ne? Manche Dinge sind halt so, wie sie sind. Jetzt kommt der Kane für die Midlane, um mir mein Play zu nehmen. Das Lee Sin, der ist nachtragend. Das sieht man in seinen Augen. Ich habe keine Ult. Bitte no. Ich mache jetzt den Backpinger. Bitte no. Wer hat den bekommen? Weil ich sehe gleich LeBlanc, ich sehe gleich tot und ich sehe wieder einen Kill auf ihn. Lol, er hat Lidl im Titel. Lidl im Titel. So. Sie hat wenig Mana. Wir haben Double Buffs. Lee Sin ist allerdings in der Nähe. Ich hätte sehr Lust. Große Lust. Gewaltige Lust. Ich habe gar keine Lust. Aber wir machen den Later Smader. Later! Later nochmal. Ein Manometer. Aber ich hab Ignite gebaitet. Ich bin ja auch Masterbaiter. Ja, genau das, was ihr gehört habt. Lee hat auf jeden Fall Bock. Der kommt noch. Deswegen scheiße auf das Watch. Der Lee hat immer noch Bock. Das wissen wir. Hier könnten wir eine Trap machen. Den nehme ich mit. Das nennt man Steuereinzahlung. Dafür, dass er nicht Midlane gankt. Scheiße, wir haben keinen Platz. Wir könnten das Ding verkaufen, aber nee. Schwierig. Schwierig. Ich meine, deren Team. LeBlanc und Lee Sin heißt Auto-Lose, Leute. Das ist das schlechteste Late-Game, was du haben kannst. Diese beiden Champs sind... Also jeder von denen ist individuell super bad im Late. Wenn du mal beide in einem Team hast... Yes, welcome, welcome, kann man sagen. So, wir platzieren erstmal unser Control Ward. Bevor wir aber unsere Ult nicht haben... Later. Nice. Gedodged. Und bräh. So, das war wieder Profit by Profit. Geld gemacht und gleichzeitig LeBlanc gefickt. Very nice. Very nice. Jetzt können wir halt antäuschen, dass wir woanders ficken gehen und gehen auch woanders. Allerdings, ja, mach. Ja, wir müssen hier irgendwie so lang. Hier so. Bitte, Mama Mia. Leute, was? What? Okay. Jetzt haben wir nur ein dezentes Problem. Wir hoffen mal, dass LeBlanc, die wird. Vielleicht können wir hier einen von den beiden getten. Oder beide. Okay, die ist auf jeden Fall erstmal. Ja. Ich meine, das war. Wir haben halt leider keinen Jungler, ist das Problem. Also, es ist halt Kane und der farmt halt. Es ist halt, wie es ist, aber. Ja, wir haben halt actually keinen Jungler. Der ist halt nur am Farm. Ist aber okay. Weil wir haben ja mich im Team. Jetzt ist es natürlich doof. Wer hat Geld bekommen? Ich hoffe, er geht wenigstens Darken. Wir können hier mal kindly asken. Can you go Darken? Maybe we can carry. Was für maybe we can carry? Ich carry das. Was für maybe we can carry? Okay, er hat schon mal Y geschrieben. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe immer, Leute, das jetzt, ich werde jetzt wahrscheinlich euer Leben verändern. Aber für mich war Y immer yes. Y ist die Abkürzung für yes. Sind wir uns da einig? Und mir hat mal irgendwann einer gesagt, damals im WoW beim Raiden, warum schreibst du eigentlich immer Y? So, und dann habe ich gesagt, ja, weil Y yes ist. Und dann hat er gesagt, nee. Y heißt nämlich why. Hat er gesagt. Also grundsätzlich, niemand schreibt why. Niemand, das ist der erste Punkt. Wer schreibt schon why? Warum sollte man eine Abkürzung für ein Wort haben, was man nie benutzt? Das fliegende Wort, zack.
Ich würde auch die Botlane-Kanone machen. Wenn unser Jungler nicht gankt, dann gank ich. Nice! Die Ult ist raus! Freo! Ne, 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 ne. Wir machen Pots und hauen ab. Late. Na! No! Ah! 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 Na! No. Irgendwie wollte ich gar nicht ehen, aber der war schon am ehen. Ich hab gar nicht. Oh, das ist aber gut. Oh, lol, wer ist er denn? Oh Gott, diese Weh. Schafft. Oh Gott. Der stirbt noch, der Can. Nice, okay. Oh Gott, ja! Geil! Oh, nice, der Grande. Welche Schuhe brauchen wir? Leute, welche Schuhe brauchen wir? Ich würde sagen, in so einem Game, wenn du nicht weißt, welche Schuhe du kaufst, scheiß auf das Wort. Das bleibt eh wahrscheinlich hier 1000 Jahre stehen. Wenn du nicht weißt, welche Schuhe du kaufst, dann kaufst du keinen, aber. Merguri? 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 Ninja, Ninja. Der intet eh und die töte ich. Also Mercury's. Relativ einfach. Also, Y, Y gleich Yes. Gleich Yes, Yes und Y. Aber niemand sagt Y. Warum sollte ich Y sagen? Also, dass du Yes or No sagst, ist halt schon oft. Aber Y? No. Also klar, wenn deine Mates enden, dann könnte man, aber dann fragt man ja nicht Y, Fragezeichen. Das versteht man doch gar nicht. Wir können ja mal, wir können ja den Live-Test machen. Wir haben gleich eine Ult und ich hoffe, dass sie alleine ist. Wir können den Live-Test machen. Wir fragen einen Mate. Live-Test, Zerstörung, komm. Ich glaube, da oben war Zilean. No! Later. Fre! 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 Oh, was, das habe ich gedodged. No! Nicht! Ich bin noch jung! Also ein bisschen jung. Okay, wir brauchen mehr Grüß. Wir fragen jetzt jemanden. Und zwar, was können wir fragen, ohne dass irgendjemand tiltet ist? Weil wir müssen auch so fragen, dass man die Frage nur versteht, wenn man weiß, dass YY heißt. Hm. Why Mobis Ali? Ja, aber der braucht die Mo. Also Mobis ist ja, das muss ja irgendeine Frage sein, die. Na, vielleicht können wir warten. Hier. Lol, er hat es aus Versehen gedodged. Aber vielleicht können wir sie. Ich würde auch für den. Wie viel? Der ist immer noch aus Papier. Ein bisschen. Er hat Ninja Depths, aber ich habe noch die Rache. Antrag auf Rache, Leute. Und das will er verteidigen. Antrag auf Rache. Den getten wir. Der macht gerade Papageien. Lol, er ist hier. Ah, Samar Yonti. Wieso ist er denn hier? Ich dachte erst, das wäre eine Morgana, aber es ist eine grüne Morgana. Hat der Stundenglas? Der hat keine Armor, aber irgendwie ist das mir gerade. Aber der Red Buff ist da. Der ist noch hier. Der ist takeable. Welcome! Oh, no, no, no! 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 Bitte gettet den. Nice, das ist okay. Antrag auf Get. Antrag auf Get. Ich habe meinen Auto-Tech nicht rausgekriegt. Das ist, wenn du für die Full-Damage-Kombo gehen willst. Aber dann braucht halt mehr Zeit. Hier, die chasen und ich mache jetzt hier den Backtaker. Leute, können wir nicht was machen? Die kommt dann nicht. Hier, Leute, die ist free. Hä, die ist in? Die, hä? Hä? Jetzt, Leute, Y, Fragezeichen, Y. Versteht jeder. Das war halt very Y. Ich bin da. Fre Solo. Trade. Also sie geht halt all in für einen Alistar. Für eine Kuh. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. 6-5 ist gar nicht so geil. Aber wir müssen unter Berücksichtigung berücksichtigen, dass wir keinen Jungler hatten. Dafür ist 6-5 okay, hätte ich gesagt. Oder nicht? Wurde verstanden? Ey, was für wurde verstanden? Die Leblanc hat nichts geschrieben. Und er hat Trade geschrieben. Bye.
Weiß ich nicht. Solo gli stupidi dedicano la vita allo. So, wir gehen jetzt, das Wichtige auf meinem Talon ist, also ich habe aktuell die letzten 2-3 Talon-Games, die ich auf diesem Account hatte, ich hatte im Schnitt, also von den letzten 2-3 Games, 12.000 Tower-Damage. Ein normal mittelständischer Talon hat 2.000 Tower-Damage. Das heißt, ich muss jetzt für den Tower-Damage gehen, allerdings ist Vlad auch hier, aber der muss sich jetzt verziehen, der muss zum Team. Denn ich bin nämlich Takerlon. Ich muss für die Tower Damages gehen. Wir haben in diesem Game noch nicht so viel Tower Damage gemacht. Wenig. Wie viel hattet ihr gesagt? So 1000 oder so? Nicht viel. Mit Lane haben wir kaum Damage gemacht. Botlane, keine Ahnung, auch nicht, glaube ich. Deswegen müssen wir jetzt hier Damage. Ein Turm hat 3,6. Boah, das heißt, wir brauchen noch 12 davon. Ja, sag mal. Die Frage ist natürlich, gefährlich ist es auch. Wir machen erstmal den schnellen Abgang. Aber der kickt mich echt ganz schön weg. Aber ist okay. Weil ich bin ja Stech mit dem Talon auch. Ich bleib einfach hier. Okay, hier ist irgendwo Ward, weil, ne? Hier ist kein Ward. Wir gehen jetzt einfach. Deren Toplane wird gerade gefickt. Deswegen, wir sind richtig nervig. Wir bleiben einfach hier. Und jetzt gleich gehen wir da wieder hin. Jetzt taken wir. Wir müssen die Statistik hochtreiben. Scheiße, die Blades war ein bisschen end, aber ist okay. Oh, Alter, jeder Tower Damage ist richtige Befriedigung in mir. Oh, geil. Ja. Oh, ja, geil. Können wir noch mehr für gehen? Da, ich würde mich hier, wie viel hat der? 3-3, Leute. Die können die Tower mal ein bisschen buffen, damit ich ein bisschen mehr Tower Damage hier bekomme. 3-3, das ist viel zu wenig. Finde ich so, ich setze mich ein für den Tower Buff. Oh! Eine Jinx! Oh! Oh! Oh, die Glück, Alter. Die hat richtig Glück. Oder vielleicht geht sie ja hier rüber. Ja, okay. Oh, da war Alistair. Ne, sie ist da hinten. Ja gut, dann farmen wir, ne? Wir können ja auch schön alles einfarmen. Ich würde sagen, wir gehen mal im Shop. Wir haben ordentlich Kneten. Kneten sind ordentlich. Nö, bitte nicht. Ach, Mensch. Lee. Ich meine, ganz ehrlich, die haben das schlechteste Team der Welt. Wie wollen die gewinnen? Also, legit. Wie wollen die Gegner gewinnen? Frage jetzt. Die können mit dem Team nicht gewinnen. Also, jetzt auch Appell an euch. Appell Nummer 1. Habt ihr Lee Sin im Team, dodgt ihr. Appell Nummer 2. Habt ihr Lee Sin und LeBlanc im Team, dann dodgt ihr very. Dann geht ihr für den Full Dodge. Wir gehen für den Full Toplane Tower. Der ist nämlich fast free. 500 HP, dafür würde ich mich fast gar nicht bewegen, ehrlich gesagt, aber... Ja, auch 500 Tower Damage ist... Auch Kleinvieh macht Damage. Hier ein Warten. So. Es ist aber so, irgendwie ist, ich muss sagen, es ist in der Gesellschaft nicht etabliert, dass Leute Talon als Splitpusher ansehen. Ich werde richtig oft geflamed dafür, dass ich Talon Splitpush spiele. Aber es ist einfach, also insgeheim ist es very GG. Weil du bist halt so, also du bist nicht der Beste im 1-on-1, gebe ich zu. Ne, weil da immer irgendwelche Tank-Spastis kommen und so. Aber du meldest Türme und du bist gigaschnell beim Team. Wenn irgendwas ist, du bist super schnell da. Und du kommst immer weg. Ich glaube, das ist sogar der wichtigste Punkt. Du kommst immer weg als Talon. Du kannst halt 12 Leute eine Minute beschäftigen. Und jetzt können wir hier wieder getten. Oh geil, wie viel Tower? 3300. Also, ich finde, die könnten die Türme echt mal ein bisschen buffen. So. 3000. Oh ja, okay, na jetzt geht's nämlich los. Und dann machst du so. Dann machst du so. Und dann machst du so. Und dann machst du so. Und dann bist du... Dann machst du noch so. Und dann hast du 4 Leute beschäftigt. Und wenn das jetzt auf der Botlane passiert wäre, wäre das ein Free Baron gewesen. Kann der Kane sterben? Na, und dann gehst du einfach wieder zur Toplane hin. Hä? What? Ja, mein komplettes Team ist tot. Das ist jetzt nicht ganz so geil, aber ich würde sagen, die Frage, wir haben jetzt folgende Möglichkeiten. Die werden jetzt für Baron gehen. Das heißt, ich gehe jetzt hierfür. Das ist der beste Trade. Den Trade sehe ich sehr gut an. Als den, jetzt werde ich gefragezeichen pinkt. Wer hat sich als Idiot gekriegt? Kam Talon down die? Hä, was für down die? Ich mache hier den Scheiß kaputt. Ich habe keine Ult. Was will ich beim Baron ohne Ult?
Also wir könnten jetzt gleich noch. Jetzt könnten wir, jetzt so langsam kommt die Ult ready. Aber vor allem, er sagt, kann Talon don't die. Wenn ich da jetzt hingehe, ist genau das, was passieren wird. Ich werde sterben. Aber ich bin da. Ich bin da. 3, 2, genau passen. 100% voll passen, perfekt Gameplay. Der ist weg. Ich hätte, glaube ich, lieber für den... Das ist gar nicht so bad eigentlich. Ich sehe nix. Meine Augen. Ah, meine Stirn. Ja, das sieht... Guck mal, voll perfekt. Ne, das nennt man Timing, Lon. Beste Timing der Welt. Bestes Timing der Welt. Ich habe zwar Stats wie so ein Fischkopf, aber... Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich smurf gerade. Ich meine, ne, Stats sind ja nicht alles, Leute. Ich glaube, ich habe mit Kate wahrscheinlich den meisten Tower Damage im Game. Oh, geil, zwei Türme. Oh, zwei direkt, geil. Oh, ja. Geil. Aber, stop. Attack. I need. Stop. Oh, Mann. Kann ich hier noch schnell ein bisschen Tower pushen? 75. 75. Ja. Ah. Nice. Nochmal 150 drauf. Oh, geil. Nice. Ich glaube, mein Pickboard stand auch bis zum Ende, ne? So, wir können jetzt mal gucken. Wir können jetzt mal gucken, wie viel Tower Damage. Also, wir brauchen mindestens, Leute. Wir brauchen absolut mindestens plus 21, ein LP, ein PL aus Poland. Wir brauchen mindestens. Ja, 8700 ist okay. Was wollte ich sagen? 6800 brauchen wir, glaube ich, mindestens. 8700, 8800, das ist actually very fine. Das ist gut. Das wäre gut. Also der Durchschnitt auf Town 2400. Fein.